Herzlich willkommen zu Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort, französisch-deutscher Journalist, Gründer und Herausgeber von Radio TV IBS Liberty, von Independent Broadcasting Service Liberty, British News Flash Magazine, RPF Rundfunk- und Programmarbeitsgemeinschaft für Film, Funk und Fernsehen, regionalhilfe.de, MJ Bay Mission News, Vorderpfalz Aktuell, Stadtmagazin Ludwigshafen, Radio- und Fernsehmagazine seit 1984 und einer Reihe von weiteren Medien, beispielsweise auch von Liberty and Peace Now Human Rights Supporters. Es ist kurz vor Weihnachten. In wenigen Tagen feiern Millionen von Menschen in aller Welt das Weihnachtsfest. Es ist mir leider nicht möglich, allen Menschen, denen ich während eines Jahres begegne, beruflich, privat oder aus welchen Gründen auch immer, eine Weihnachtsgrußkarte zu schreiben. Und so nutze ich eine Fernsehsendung XXL Info Kompakt bei Radio TV IBS Liberty, um Weihnachtsgrüße in alle Welt zu senden an Menschen, denen ich aus zeitlichen Gründen nicht einen Weihnachtsgruß mit der Post schicken konnte. Wenn ich das versuchen wollte, dann müsste ich vermutlich schon ab Oktober die ersten Weihnachtsbriefe und Weihnachtsgrußkarten verschicken. Da würden sich natürlich einige Menschen darüber wundern und hätte vermutlich kaum Zeit, Bücher zu schreiben, kaum Zeit, Artikel zu schreiben. Und irgendwie muss ich ja als Journalist und Rundfunkjournalist und als Autor natürlich auch Einkünfte erzielen, was mit dem Schreiben von Weihnachtsgrußkarten und von Weihnachtsbriefen ganz sicher in Deutschland nicht möglich ist. So bleibe ich bei meiner ersten Berufung, bei meinem Beruf als Journalist und als Rundfunkjournalist, als Autor, als Schriftsteller, als Verleger und Herausgeber und arbeite oft Tag und Nacht bis zur Erschöpfung. Manchmal sieht man mir das auch vor laufender Kamera an, wenn die Augenränder etwas dunkler werden. Da bitte ich um Ihr Nachsehen. Die Weihnachtsfeiertage sind eine Möglichkeit normalerweise. Sie fallen dieses Jahr auf ein Wochenende. Normalerweise ist Weihnachten die Zeit des Advents, auch eine Zeit der Besinnung, des Nachdenkens über Liebe, über das, was das Fest bedeutet, wofür es steht, weshalb wir Weihnachten in Deutschland und in so vielen Teilen in dieser Welt feiern. Dieses Jahr fällt das Weihnachtsfest auf ein Wochenende und so nehmen viele Menschen vielleicht das Weihnachtsfest als Ruhepunkt nicht so wahr, wie es sonst üblich sein könnte. Dennoch wünsche ich Ihnen in der Zeit des Advents auch Ruhepunkte, auch Punkte und Möglichkeiten, sich mit ihrer geliebten Familie und mit Verwandten zu treffen, einen Ruhepunkt, einen Ruhepol zu finden. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, weshalb dieses Weihnachtsfest 2000 Jahre nach der Geburt dieses berühmten Babys in Bethlehem, im Stall von Bethlehem, 2010 Jahre danach immer noch gefeiert wird, zur Freude von vielen Millionen Menschen in aller Welt. Die Geburt des Mannes, der als Retter in dieser Welt bekannt geworden ist. Oder auch als der große Arzt, als The Great Physician heißt es in der englischsprachigen King James Version. Es ist ein ganz besonderes Ereignis und es bringt viel Freude in das Leben von Menschen, die den Glauben gefunden haben und auch den Glauben bewahren können. Andere Menschen stellen Fragen und vielleicht gibt es gläubige Menschen und Menschen, die den Glauben als Geschenk erhalten haben, die Antworten auf viele Fragen geben können. Weshalb wird Weihnachten gefeiert? Oder auch die Geburt des Retters dieser Welt vor 2010 Jahren, bekannt auch als Jesus Christus im Stall von Bethlehem. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle eine frohe und gesegnete Zeit des Advents, lateinisch die Ankunft, und bereits heute
in der Hoffnung, dass sie die Großbotschaft noch frühzeitig und rechtzeitig erreicht. Frohe, gesegnete und besinnliche Weihnachtsfeiertage und Festtage für Sie und für Ihre Familie. An dieser Stelle danke ich allen Zuschauern, allen Zuhörern und natürlich auch allen Lesern für Ihre Aufmerksamkeit, für das Zusehen, für das Zuhören und hoffe, dass Sie auch im Jahr 2011 wieder einschalten werden, wenn es heißt XXL Info Kompakt 3mnews.org, die Nachrichten XXL Info Pflege und Soziales oder XXL Info Kunst und Kultur und Liberty and Peace Now. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, während der Feiertage einige meiner Bücher zu lesen. Das würde mich sehr freuen. Und wenn Sie natürlich auch meine Arbeit und meine Projekte unterstützen können mit dem Kauf eines Buches. Sie können diese Bücher bei Amazon.com, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.co.uk, bei Buch.de, Libri.de und natürlich auch in jeder konventionellen Buchhandlung bestellen. Mehr dazu finden Sie bei www.radio-tv-info.org/AndreasKlamm. Mehr Informationen zu den neuen von mir veröffentlichten und geschriebenen Büchern finden Sie bei www.radio-tv-info.org. Meine Bücher beschäftigen sich mit den Themen Politik, Menschenrechte, Frieden, Soziales, Gesellschaft, Kultur und Gesellschaft. Die Titel der Bücher: British Newsflash Magazin, Magazinbuch, Liberty and Peace Now, Human Rights Reporters, internationales Medienprojekt für die Menschenrechte. Der Titel des Buches: Liberty and Peace Now, Human Rights Reporters. Ein weiteres Buch von mir ist Liberty, Peace and Media, Amy Goodman and the Freedom of the Press, Excellent Journalists in Extraordinary Times. Die Kinder der John Baptist Mission berichtet über die Tätigkeit meines Ehrenamtes seit 2008 als Direktor für die internationale jüdisch-christliche Mission für soziale Entwicklung der Johannes der Täufer Mission, John Baptist Mission of Togo, gegründet von Reverend Yavovi Nayonato im Jahr 2004 in Lome in Westafrika in Togo, einem kleinen Land. Und diese Mission ist eine Mission für soziale Entwicklung, die versucht, Kindern in Afrika und auch in Deutschland soweit möglich zu helfen. Es ist eine kleine Mission und unsere Möglichkeiten sind stark eingeschränkt, auch aufgrund fehlender finanzieller Mittel. Doch zu Weihnachten geht es nicht nur um große Geschenke, nicht nur um Finanzen, sondern vielleicht auch die Möglichkeit, Liebe zu schenken, mit der Familie gute Gespräche zu führen, ein gutes Buch zu lesen, vielleicht auch eines von mir oder von anderen Autoren. Und einfach Gemütlichkeit zu pflegen, vielleicht auch einen Krankenbesuch zu machen, einen Besuch im Altenheim zu machen, einen Besuch im Pflegeheim oder im Krankenhaus zu machen, bei Menschen, die so ganz einsam und alleine im Krankenhaus sind. Vielleicht auch einen Besuch, wer sich's traut, im Gefängnis bei Menschen, die einsam und ohne Familie in Deutschland im Gefängnis sitzen, das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht schöne Weihnachtslieder singen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, nicht immer das große Geschenk und auch nicht immer das große Geld erfordern. Mit Kreativität ist es auch möglich zu helfen. Dazu hatte ich im Jahr 2000 bereits zwei Filme für die Autorin und geschätzte Kollegin aus Ludwigshafen am Rhein, Elke Anita de Witt, produziert, Die blauen Märchen. Mit Kreativität ist es auch möglich, beispielsweise krebskranken Kindern zu helfen. Oder auch, wie in meiner Situation, beispielsweise behinderten Journalisten und Autoren. Nicht jede Erkrankung sieht man an. Denken Sie bitte an Wirbelsäulenverletzungen, was auch zum Teil auf mich zutrifft. Denken Sie an Leberschaden, das sieht man auch nicht immer an. Denken Sie an Herzinfarkt. Solche Behinderungen und chronisch schwere, zum Teil auch gefährliche Erkrankungen, die auch eine tödliche Gefahr bedeuten können,
die sieht man den Menschen nicht immer an. Ebenso Krebserkrankungen. Meist sieht man es dann leider, wenn es zu spät ist. Insofern wünsche ich Ihnen auch Gesundheit, Glück und Wohlergehen zu den Fest- und Feiertagen, gesegnete Fest- und Feiertage, besinnliche Fest- und Feiertage und eine gute Weihnachtszeit und eine Zeit des Advents mit dem Segen für uns alle, den wir so dringend brauchen von Gott, dem Herrn und von dem Höchsten, damit es uns gut geht, damit uns Wohlergehen geschenkt werden möge, Heilung und Hilfe zu jeder Zeit, an allen Orten, an denen es erforderlich ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie bitte wieder gesund, soweit wie es möglich ist. Bis zum nächsten Mal bei XXL Info Kompakt, Ihr Andreas Klamm, Saberort.